Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Und an dieser Stelle bitte schon mal einen großen Applaus. Extra angereist heute, Peter Kurz. Schön, dass du da bist. Große Freude. Ein Abend für, das machen wir ganz selten und nur für ganz besondere Gäste. Und das heute Abend ist einer, das kann man wirklich so sagen. Und eine Begrüßung für Peter Kurz, die kann man eigentlich fast nur mit den Worten beginnen: Was ein Typ. Denn dieser Mann wirkt. Sein Spiel ist physisch, seine Statur auf der Leinwand ist echt beeindruckend. Und sein Gesicht verrät, das ist ein richtig starker, der viel erlebt hat und zugleich einer von uns ist. Denn er spielt Security-Männer, Brummi- und Staplerfahrer, runtergerockte Kommissare, alles ist dabei, meistens einfache Leute. Und er erweckt deren Welten und Abgründe für uns zum Leben, ganz präzise und ganz authentisch. Er ist ein Großer, wenn er die Kleinen spielt, könnte man sagen. Und vielleicht der David im Körper eines Goliaths? Deshalb sympathisieren wir so mit Peter Kurz, sobald er im Film auftaucht. Und seine Figuren haben oft ein Geheimnis. Die Schatten der Vergangenheit, die holen ihn nicht selten ein. Aus dem vermeintlich Guten wird dann der Bösewicht. Und das fasziniert. Ihn wahrscheinlich auch. Werden wir gleich erfahren. Und das gibt es im deutschen Kino ohnehin viel zu selten. Das ist einer wie im echten Leben, könnte man sagen. Es gibt Licht, es gibt Schatten und viele spannende Grautöne dazwischen. Diese Figuren sind nicht festgelegt. Ein starker Typ eben. Die Theaterbühne war lange Zeit sein berufliches Zuhause und erst mit über 40 Jahren kam er zum Film. Das war im Jahr 2000, kann man sich fast gar nicht vorstellen, wie der deutsche Film vorher ohne ihn auskam. Wir sind sehr froh, dass er das gemacht hat, wir werden auch darüber nachher sprechen. 14 Jahre später kam dann der Durchbruch, die Zeitschrift Theater Heute kürte ihn zum Schauspieler des Jahres und die ersten Hauptrollen auf der Kinoleinwand beeindruckten gleich. Da war der Windradingenieur in Schmidtke, der um sein Kind kämpfende Ex-Knacki in Die Kleinen und die Bösen und natürlich der Boxer Herbert, den wir heute Abend dann auch auf der Leinwand sehen werden, der ihm den Deutschen Schauspielerpreis eingebracht hat, was eine tolle Ehrung ist, weil er von den KollegInnen kommt, und natürlich die Lola, den Deutschen Filmpreis für den besten Schauspieler, für die beste Hauptrolle. Und seitdem gibt es einen Höhepunkt nach dem anderen, Kino, Fernsehen, Serie, überall ist Peter Kurz gefragt. Es ist ein Wunder, dass er heute hier ist. Ich denke, er arbeitet so viel, so oft, wie er zu sehen ist. Das ist richtig großartig. Und auf seine Art ist er ein einzigartiger Star hierzulande geworden. Der Erfolg der Serie Babylon Berlin ist eng mit seiner Rolle verknüpft. Der Hauptkommissar Bruno Wolter, wer es gesehen hat, der vergisst ihn nicht und kann es vielleicht nicht fassen, wie das dann mit dieser Figur so weitergegangen ist, ohne jetzt viel zu spoilern. Schauen Sie sich's an, wenn Sie es noch nicht gesehen haben. Die Serie Glauben möchte ich Ihnen auch sehr ans Herz legen, nach Ferdinand von Schirach. Da war er auch in der Hauptrolle und die wurde in Cannes als beste Serie international ausgezeichnet. Auch das wirklich besonders. Und da spielt er den Strafverteidiger Schlesinger. Das Ganze ist angelehnt an die Wormser Missbrauchsfälle. Und ja, dieser Strafverteidiger ist dann selbst so ein bisschen in den Fängen der Mafia. Bei ihm, ich soll sagen, Bayerischer Filmpreis, ganz wichtig. Ja. Für die Rolle, ja, absolut. Großer Applaus. Ich war ja noch gar nicht fertig, aber gut. Bei ihm gibt es eben nicht nur gut oder böse, sondern gut und böse. Da gibt es mal Action, dann mal zurückhaltendes Spiel, gerne auch tiefgründig. Und was mir besonders gefällt, immer gewürzt mit einer Prise Humor, einem schelmischen Augenzwinkern. Das gehört bei Peter Kurz dazu. Was für ein Typ eben. Und bevor ich ihn jetzt hier nach vorne bitte, schauen wir uns noch als Auftakt einen kleinen Zusammenschnitt an aus ein paar schönen Rollen. Begrüßen Sie mit großem Applaus Peter Kurz. Willkommen in Frankfurt. Dein Applaus, lieber Peter. Ja, danke schön, war ein sehr schöner Trailer. Ja, freut mich, weil ich habe mal gedacht, ich habe mal wieder gesehen, ich war auch mal jünger.
Mit Schimanski, Götz-George. Oh, ja. Ja, hast du auch gedreht. In Skopje. Ja, das war schön, das war gut. Ich war eine schöne Begegnung mit ihm. Das war so als junger Kollege, der hat mich sehr empfangen und in den Arm genommen. Ich wurde vorher gewarnt, der kann sehr schwierig sein. Verstehe auch, oder heute verstehe ich, woher das kommt, wenn man dann riecht, dass jemand, naja, sagen wir mal, nicht die Ernsthaftigkeit oder Verantwortlichkeit an den Tag bringt oder an einen Ort, der dann gefordert ist, wenn Arbeit losgeht, kann man schon mal ungeduldig werden oder so. Aber wir hatten eine sehr schöne Begegnung. Ist das dann so, dass man da auch so ein bisschen hinkommt und sagt, boah, also mit dem wollte ich ja schon eh ganz lange zusammenarbeiten? Natürlich, um Gottes Willen, ja klar. Das war, ich bin mit ihm groß geworden, mit Filmen von ihm. Schimanski war auch für uns damals, ich komme aus dem Osten. Es ist eine Revolution gewesen, natürlich. Ja, gerade für so ein körperliches Spiel, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Du bist jetzt heute hier wieder in Frankfurt und das nicht zum ersten Mal. Haben wir auch schon heute ein paar Mal erfahren. Du hast hier Theater gespielt im Schauspiel, was ganz klasse ist, aber mal beim Film. Fünfmal, glaube ich. Fünfmal, es wird für jedes Mal, wenn wir drüber reden, immer mehr. Es fing mal mit zweimal an heute, bitte. Es bleibt auch bei zwei. Okay. Aber da kommen ja noch Filme dazu. Nein, drei. Siehst du? Maria Magdalena auch noch. Okay, dann einigen wir uns auf drei. Filme kommen noch dazu. Also du hast im Frankfurter Tatort mit Joachim Kroll und Nina Kunzendorf gespielt von 2011 bis 2015. Und zuletzt, wir haben ein paar Bilder gesehen, auch mit Uli Tukur. Eigentlich Wiesbadener Tatort, aber es war Offenbach, Old Town, die legendäre Wache. Und ja, dieses Hessen, ist das so eine Art Abenteuerspielplatz mit dieser Redaktion des Hessischen Rundfunks? Na, immer wieder. Also das ist, ich mag die Leute dort sehr und die Hessen an sich, also nicht nur die Profis dort, sondern auch die Zuschauer und die Theaterzuschauer habe ich immer als ja, alles, was so darstellerische Kunst betrifft, Theater und Film und Fernsehen und so, immer sehr interessiert, sehr offen und sehr neugierig erlebt. Noch dieses Wache 08, das war schon eine sehr außergewöhnliche Rolle. Da hat wirklich Action, so, das war ein quasi Remake von John Carpenter's Assault. Ja, fast 1:1, also ja. Das hat großen Spaß gemacht. Naja, das ist dann der Jörg Himmstedt damals, der das auch mit Lust hatte, war ja eine Idee von Clemens Meyer und von Thomas Stuber und eigentlich Himmstedt mit und so. Und die hatten eine Riesenlust und dann haben sie auch mit Lust geschrieben und die es gelesen habe, war nicht wunderbar. Also, sowas kriegt man nicht so oft dann, dass man da so ein bisschen auf die Kacke hauen kann. Also. Auf die Kacke gehauen hast du auch bei Babylon Berlin, kann man wirklich sagen. Das war ja auch eine Riesenrolle. Ich habe sie schon kurz erwähnt, Bruno Wolter, dieser Kommissar. Und dann noch dazu wahrscheinlich in diesem neu gebauten Set da in Babelsberg. Das war schon wahrscheinlich auch ein sehr besonderer Dreh für dich. Das ist gigantisch, was der Harnisch dort hingebaut hat, der Bühnenbildner. Dieses Backloft, das ist ein Riesenteil, ganz neu gebaut, extra für die Serie. Natürlich verdienen die damit immer noch Geld jetzt und da wird gedreht, wie die Teufel drehen die da drin und Europa fast weltweit. Ist ja denn auch nicht so oft auf der Welt, dass man so ein Ding dahin baut und da gedreht werden kann. Und das erstaunt mich als Profi, dann Spieler oder so, dann auch immer wieder, dass man mit einer so einer Schleife und dann so ein paar Durchgängen, was da alles möglich ist, was man da also auch mit wenigen Mitteln auf einmal verändern kann, wo man Orte dann richtig entstehen lassen kann und dann komplett andere wieder. Das ist schon, da geht einem das Herz auf, das ist... Verändert das das Spiel auch, wenn du dann weißt, du bist an so einem riesengroßen, sehr besonderen Setting im Vergleich zu vielleicht was eher Minimalistischem? Ja, das ist, glaube ich, das erste Mal auch für mich gewesen, dass ich sozusagen in einem Projekt war, was so viel Geld zusammengesammelt hat. Die haben ja, das ist ja da, das ist mit Sky, ZDF, mit der ID.
Adi, ich sage immer zu den Jüngeren. Ist auch wurscht. Mir ist es wurscht. Naja, also wie viel Geld die da zusammengesammelt haben, die haben ja auch sozusagen zwei Staffeln zusammengezogen, weil sozusagen die nacheinander zu drehen, das ist ja so eine fortführende Geschichte gewesen, um das Geld ein bisschen zu minimieren und so. Aber das ist, wenn man immer wieder auf neue Drehorte kommt, zum Beispiel dieses Mokka-Efti unten im Keller. Gigantische Tanzszenen. Die Tanzszenen oben, aber unten in dem Puff, das war ein Kohlenkeller. Das war ein Kohlenkeller, die haben, das ist ein ehemaliges Ministerium für Landwirtschaft gewesen, die sind dann runtergegangen, haben alles weggekratzt dort, noch die alten Kohlengrus rausgeholt und dann haben die da ein Ding hingebaut, das, alter Schwede, dachte ich, wunderbar. Naja, natürlich, und da kann man ganz anders arbeiten, also das hat schon großen Spaß gemacht. Diese Szene auf dem Zug, die wir gerade gesehen haben, diese sehr imposante, die war wahrscheinlich Greenscreen, nehme ich an. Wir hatten es vorhin gerade. Entschuldigung. Nee, das kann man ja. Das war, das macht man dann von der grünen Leinwand und dann hat man gebaut einfach so zwei so eine Hucke. Das ist dann sozusagen das Dach von dem Waggon und dann spielt man in die Kamera rein und der andere ist da hinten. Und ich sage, ich stelle mich hier hin, der Volker war zuerst dran, und ich sage, ich stelle mich hinter die Kamera zum Anspielen und dann nach einer Weile, und ich war auch so weit weg, und nach einer Weile sagte dann Volker, du komm, geh einfach in den Trailer, ich sehe dich eh nicht. Und dann hatte ich 2 Stunden Pause, haben sie ihn abgedreht, dann war ich dran. Aber, und dann wird so eine Szene daraus, dann sieht man das am Ende, das ist dann, immer sehr, das ist für mich, selbst für mich noch beeindruckend. Ich stelle mir das auch besonders schwer vor. Ich meine, jetzt in der Szene bist du als einzige Person dann da. Aber wenn man dann auch noch interagieren muss und sich quasi vorstellen muss, was dann noch alles ist, besondere Herausforderung. Ja, aber das ging noch. Also meine schrägste Szene war, wir waren im BE. Das ist dieses Attentat, dieses geplante. Und ich bin im Leuchter von, also in der Mitte der Kuppel im Leuchter, den kann man sozusagen, der hängt an so 3 Ketten, den kann man runterfahren und da sollte ich jetzt sozusagen da drin sein und sollte dann zielen und schießen. Diesen Spalt konnten wir nicht machen, weil sich das Ding dann zu sehr bewegte, also musste es hochgefahren werden und rein passte ich mit einem Gewehr. Und der Kameramann, mehr passte da gar nicht rein. So, und dann haben wir 5 Stunden da drinnen gehockt und ich konnte ja natürlich auch nicht echt schießen. Also dann sitzt man da mit dem Gewehr und macht einfach so. Ja, stellen Sie sich vor, wie man sich da fühlt, selbst als Spieler. Also ich kann imaginieren, das ist ja okay. Also gerade auch nur vom Theater kommt alles gut. Aber das war schon sehr schräg. Ich dachte dann, ach, das wird doch nichts. Ach komm, Kinder, das glaubt doch keine Sau. Eine sehr beeindruckende Szene geworden. Und ich sitze da unten. Na gut, okay. Nächstes Mal halte ich, sage ich halt nichts. Okay, klappt ja. Spannende Einblicke. Ich habe vorhin ein bisschen erwähnt, so dieses ja, David im Körper eines Goliaths. War das eine Fehleinschätzung, dass du schon diese kleinen Leute spielst, aber du wirkst halt nach draußen, als wärst du eher dieser Unverletzliche, aber dann ist da doch noch was dahinter. Ja, was soll ich damit anfangen? Also solche Einschätzungen überlasse ich euch. Also meine Aufgabe ist klar, dafür werde ich auch bezahlt, das ist ja meine Arbeit. Ich hänge meinen Hintern raus und ihr begutachtet mich und findet das gut oder findet das nicht gut oder wie auch immer. Und deshalb kann ich damit, also ich habe ja meine eigene Agenda, wie ich mir Rollen sozusagen suche, wie ich sie versuche zu erzählen, wie ich sie versuche zu füllen. Natürlich kann ich damit was anfangen, absolut. Aber
Aber suchst du auch gezielt nach solchen Rollen, die auch so eine Vielschichtigkeit haben? Weil es fiel mir schon arg auf. Also wenn man sonst die Vita von anderen KollegInnen anschaut, da ist oft schon auch mal so dabei, da ist jemand klar gut oder jemand klar böse. Und hier ist so dieses beides gemischt. Das ist Ich schon habe sehr damit beeindruckend. ehrlich gesagt wirklich immer Probleme, weil das ist nicht das Leben. Das ist das. Natürlich kann jemand durch was auch immer, durch Erziehung, durch Erfahrung, durch Krankheit, durch was auch immer. Also Sie sehen, ich suche schon nach einer Begründung, warum erstmal. Und dann ist kein Mensch ist von Grund auf nur stets böse, sondern wir sind alle sozial. Und wenn jemand sozial gestört ist, verhält er sich aber trotzdem immer meistens noch so sozial, dass er funktioniert. Ansonsten wäre er schon weggesperrt. Also an Orten, die wir nicht, hoffentlich nicht besuchen werden. Aber das sind dann Krankheitsfälle oder so extreme Ausartungen, die dann nicht sozial verhalten können, bis zu Tötungen oder wie auch immer. Aber meistens sind doch die, die Schuld auf sich laden, warum auch immer, trotzdem sozial geprägt und haben einen Nachbarn und haben einen Hund, den sie gerne haben oder was auch immer. Warum gibt es das dann nicht öfter? Das fragen Sie mich. Da muss ich eine Schule aufmachen für Charakter oder ich weiß Aber es musst du nicht. so Bücher aussieben? Also wenn du kriegst ja wahrscheinlich viel zugeschickt. Oder wie läuft das bei dir? Tatsächlich suche ich danach, ob was möglich ist, wenn ich das sehe oder im Gespräch, das Gespräch suchen, ob ich mitarbeiten kann, ob da was möglich ist. Und meistens ist es dann ja auch das. Weil Drehbuchschreiber, das ist ja auch ein eigener Beruf, aber das ist dann meistens auch, der sitzt halt allein da und das Problem ist ja, dass er sich Charaktere dann sozusagen ausdenkt. Die besten, naja, gut, es gibt gute da und hier, aber ja, sie brauchen uns halt. Ne, also ich helfe da dann auch gerne mit oder irgendwie sowas. Bist du dann auch einer, der dann Vorschläge macht, so, ich sehe das ein bisschen anders, das würde ich anders sagen oder so, wenn du dann sowas bekommen hast? Oder wie arbeitet man dann an so einem Buch oder spielt man das 1:1? Ein normaler Vorgang ist, dass man, wenn man was annimmt, beziehungsweise bevor man was annimmt, und es sind solche wichtigen Rollen wie jetzt zum Beispiel das, was hier gezeigt wurde oder so, dann ist immer ein Gespräch vonnöten vorher. Also manchmal kennt man dann den Regisseur nicht. Oder da ist dann immer, da wird das Gespräch gesucht und dann wird genau darüber auch geredet. Ist das dann, du hast vorhin auch mal über Casting gesprochen. Gib uns mal einen Einblick jetzt, wie lief das denn ab für Babylon Berlin zum Beispiel, für so eine große Geschichte? Hast du dann eine Szene bekommen, die dann da vor den Regisseuren gespielt werden muss? Oder was passiert da? Bei Babylon war, oh Gott, wie war das? Wie war Oder das? nimm ein anderes Nee, Beispiel. nee, nee, Ja. nee, wir können, das ist, glaube ich, Wurst. Weil, ich meine, es gibt zwei Stufen des Castings. Erstmal wird ein Charakter gesucht, da liegen dann bei der Casterin, eigentlich so normal ist, dass so zwischen 3 und 5 Kollegen ausgesiebt werden und die liegen auf dem Tisch und der Regisseur sagt, ich möchte die sehen und dann gibt es ein Casting, da kriegt man den Text von einer Szene. Bei den Amerikanern kriegt man nur den Text, bei den Deutschen kriegt man dann Gott sei Dank auch ein Drehbuch. Bei den Amerikanern ist es meistens so, dass da steht, vorlesen, verbrennen, bitteschön. Ja, dann geht man da hin und dann spielt man das mal halt an. Und da ist jemand, der hat eine Videokamera und dann gucken sie, ob sie was sehen oder ob sie nichts sehen. Und wenn sie was sehen, dann ist der nächste Punkt ein Konstellationscasting, dass die Leute, wo man denkt, okay, die könnten das jetzt spielen, die brauchen wir jetzt mal zusammen vor der Kamera, ob das überhaupt funktioniert. Und wenn das dann alles so ist, dann hat man die Rolle. Hat sich da was verändert ab dem Moment, wo dann dieser, ich habe es vorhin als Durchbruch bezeichnet war, also wo die großen Preise kamen, im Vergleich zu vorher?
Auf jeden Fall, weil das ist vergangene Zeit und Zeit verändert immer und das ist ein Ereignis. Ob das jetzt negativ oder positiv ist, das verändert auch immer alles. Ist es leichter aber geworden? Nee, es ist jetzt nicht, wenn es verantwortliche Arbeit ist, sollte das eigentlich nichts verändern in dem Sinne, wie man jetzt rangeht. Das ist dann eher so, dass ja durch die Bekanntheit oder beziehungsweise durch das Interesse, was ja denn auch steht, oder mehr gesehen, also mehr Wissen schon da ist. Manchmal, wenn man dann sozusagen noch nicht prononciert aufgetreten ist, dann kennen sie einen schon noch gar nicht, haben sie noch nicht keine Szene gesehen. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel ein oder zwei Filme gesehen haben von mir, können sie sich schon vorstellen, dass das erste Casting sozusagen wegfällt, weil dann heißt es, wir wollen ihn haben. Ne, aber das zweite Casting sollte eigentlich immer stattfinden und da bin ich auch völlig d'accord und dafür, weil das ist ja auch etwas für uns, wenn man dann, heißt es ja, man ist dann 6, 8 Wochen zusammen und wenn das nicht stimmt, dann kann sowas auch sehr quälend werden. Deine Figuren sind meist Außenseiter, meistens Arbeiterklasse, also Sicherheitsleute, Brummifahrer, Staplerfahrer, Boxer, den wir nachher haben, so diese Schiene. Ist das etwas, wo du sagst, da hast du dich eigentlich gar nicht drum gerissen oder bist du da so reingeraten in diesen Typus? Ich weiß auch nicht, was da falsch gelaufen ist. Wir sind froh, du spielst das toll, aber war das irgendwie Absicht, da so reinzukommen und dann auch solche Rollen angeboten zu bekommen? Das ist mit Sicherheit ist das beides, dass das eine Affinität ist, sozusagen Geschichten, dass das Geschichten sind, die mich sehr interessieren, dass das, ich bin auch so sozialisiert, also ich hätte Probleme sozusagen den Graf von so und so und wie habe ich angefangen, meine Bleistifte herzustellen oder irgendwie so. Okay. Will ich gar nicht so sagen. Also es wäre jetzt nicht meine erste Wahl, weil es gibt eigentlich immer nur gute Arbeit oder schlechte Arbeit. Und welche Art und Weise oder welche Form oder wie das erzählt wird, ist dann zweitrangig. Das ist dann persönlicher Geschmack, wie auch immer. Aber ja, ich weiß es nicht. Das hat sich so ergeben. Ich weiß auch nicht, wie das... Ja, wir finden das halt spannend, weil wir haben ja selten so einen Einblick auch, wie du arbeitest oder wie so ein Schauspieler generell arbeitet. Das heißt, wenn man dann weiß, okay, ich habe die Rolle, wie geht man dann daran? Also recherchierst du dann extra, begibst du dich in dieses Milieu hinein, beobachtest du Menschen oder ist das etwas, wo du sagst, das klammerst du vielleicht sogar extra aus? Ja, das sind ja jetzt schon wieder, das ist der zweite Schritt, das ist schon mehr. Nee, aber ja, ich kann ja nur davon erzählen, also es gibt ja die unterschiedlichsten Art und Weisen zu arbeiten, ranzugehen. Natürlich wird recherchiert, bis der Arzt kommt, also da gibt es dann Redakteure, im Theater heißen die Dramaturgen. Da geht man dann hin, da bekommt man Material, da fragt man nach Material, da kümmert man sich, da guckt man dann Parallelfilme, die mit dem Milieus zu tun haben, die mit Zeiten was zu tun haben. Und dann natürlich gibt es so einen Witz, kommt von der DDR, kenne ich das so, sitzen drei in der Kneipe und was arbeitest denn du? Ja, ich arbeite an der Drehbank da bei VEB so und so. Ich und du, ja, ich arbeite da am Milchautomaten dort und dort. Und du, ja, ich bin Schauspieler. Und was arbeitest du? Ja, an mir. Das kann man gar nicht so richtig so irgendwie, das ist dann, wir haben vorhin, kriegte einen kleinen Rundgang geschenkt und da sind zwei Art und Weisen der Arbeit, wie man sich vorbereitet auf einen Film, einmal von Lieselotte Pulver, was sehr interessant war. Die hatte dann sogar ein Diagramm, ein Emotionsdiagramm erstellt, was ich so noch nicht gesehen habe, aber sehr interessant finde. Das ist wirklich, weil eigentlich mache ich das auch,
aber ich zeichne mir kein Diagramm, aber natürlich muss ich mich in die Lage bringen, weil wir sehr, sehr selten, heute Abend zum Beispiel ist eine Ausnahme, ich glaube die einzige Ausnahme, die ich beim Film erlebt habe, dass wir relativ chronologisch drehen mussten. Ich glaube, wir haben ein oder zwei Szenen, mussten wir noch mal machen, aber da mussten wir auch tricksen, weil ich da schon in einem anderen Stadium war. Ja, oder die Frau Gedeck, die dann ein Buch hat, wo sie alles reinschreibt und dann damit so arbeitet. Ich komme vom Theater, ich habe das auch, natürlich wird man dann als Student oder hingewiesen, ja, aufschreiben, merken und. Für mich war das nie tauglich, das Aufschreiben. Für mich war das immer, das, was ich aufgeschrieben habe, wusste ich, hatte ich eh im Kopf und manchmal stimmte das schon im Aufschreiben nicht mehr, weil eine Nuance nicht stimmte. Und das war mir dann zu aufwendig dafür, dass ich es dann auch gar nicht so richtig benutze. Weil ich versuche mich in die Lage zu bringen, dass das im Kopf ist, dass ich einen Fahrplan habe und alles, was ich sozusagen dann an dem Punkt der Arbeit nicht mitnehme oder nicht habe, ist entweder nicht wichtig oder ja, dann habe ich es halt vergessen. Gibt es einen anderen Weg. Du hast Herbert gerade schon angesprochen. Da hast du sogar richtig Muskeln aufbauen müssen. Erst mal 3 Monate trainiert, habe ich gelesen, um dann ja auch, ohne jetzt viel zu vorwegzunehmen, dann einen körperlichen Verfallsprozess dann auch zu spielen in einer gewissen Weise. Das ist schon etwas, wo ich denke, oh, das erfordert besondere Herangehensweisen. Wie bist du da vorgegangen? Das war wirklich für mich eine absolute Ausnahme. Die habe ich auch so genommen. Das ist, muss man dann einfach auch nochmal sagen, in Amerika verdienen Kollegen damit Millionen, da werden die Filme aber auch anders verkauft. Wie heißt er denn? Naja, Beispiele muss man gar nicht nehmen. Also der Thomas Stuber, um sozusagen das vorzubereiten, hat er Geld genommen und hat mich ein Vierteljahr vorher trainieren lassen. Und das hieß, ich muss so viel essen, wie es reingeht und ich habe einen Personal Trainer und Muskelaufbau. Nicht um Formation, nicht, dass das irgendwie Muskeln zu sehen sind, sondern der ist schon älter, der ist noch in Saft und ich, so. Da habe ich geschafft, 11 Kilo drauf. Natürlich auch ein bisschen formiert. Ich hatte dann solche Oberarme. Meine Frau, hör mal langsam auf da mit dem Scheiß. Die fand immer, was ist das? Ich sage, ja, geht wieder weg. Na, ich sage, ja. Und dann haben wir, dann habe ich mich medizinisch auch untersuchen lassen. Ich war Mitte, Ende 50, wo ich dann auch denke, na, das wird dann vielleicht auch so die letzte, mal sehen, ob wir da heil rauskommen auch. Kann ja auch gefährlich werden. Wurde aber sozusagen medizinisch auch betreut. Ja, das war dann sehr, meine Fettwerte waren sehr hoch und Cholesterin und oh, und jetzt müssen, ja, ich sage ja, aber jetzt gleich. Denn nach elf Drehtagen haben sie mir die Klappe zugemacht vom Catering. Und haben gesagt, haben sie wirklich ein Schild gebastelt, du musst draußen bleiben. Da gab es dann Shakes, so Proteinshakes. Ich kriegte vier Eier als Rührei, aber ohne Brot. Und Salat und Fleisch. Und das war's. Ich sag, Kinder, abends aber ein Bier. Ich sag, abends ein Bier. Und dann habe ich, wir haben dann nochmal 11 Tage richtig Pause gemacht, weil wir dann nochmal einen Schritt, also musste dann sozusagen szenisch ein richtiger Schritt sein, also auch ein Fortschritt zu sehen sein, dass ich abgenommen habe. Und in diesen 11 Tagen habe ich dann nochmal 5 Tage richtig, wie heißt das hier, wenn man hungert, gefastet. Ja, genau.
weil der Arzt sagte, naja, ich hatte nicht die Zeit, also beim Fasten muss man sich dann entleeren, man muss den ganzen Scheiß Giftstoffe raus und wenn man das nicht macht, dann arbeiten die und dann wird es gefährlich. Und er sagte, also okay, du kannst 5 Tage machen, mehr würde ich dir nicht raten, habe ich dann auch gemacht. In der Zeit habe ich noch Theater gespielt, bin noch in die Schweiz gefahren, habe noch einen Abstecher gehabt, da also noch ein Gastspiel und also von wegen in Ruhe irgendwie, nö, also auch noch schön ordentlich Energie verbraucht. Und zum Schluss, dann als sozusagen in der Endpunkt war, hatte ich 14 Kilo runter. Wow. Also das klingt wie ein wilder Ritt und dann nebenbei das noch die Tiefe reinzubringen in diese Story. Das ist ja gar nicht so einfach. Ja, da greift denn manchmal passiert das dann auch, dass auch eine Mechanik sozusagen wie dieser Vorgang des Fastens oder wie des Hungerns und des Umgangs damit natürlich absolut hilft, das Problem dieser Krankheit und irgendwie so. Das war sehr, sehr unterstützend einfach. Ich würde gerne noch ein zweites Beispiel vielleicht mit reinbringen, um zu erfahren, wie du da gearbeitet hast. Das war In den Gängen, auch von Thomas Stuber, ganz toller Film, lief im Berlinale Wettbewerb und spielt in der Großmarkthalle. Dort bist du einer der Arbeiter und musst natürlich alles aus dem FF kennen, weil du auch noch den jungen Franz Rogowski da einlernen darfst. Hast, wie ich gelernt habe, einen Flurförderschein gemacht. Den habe ich. Also wenn es mit der Karriere nicht mehr läuft, kann ich mich bei Hambacher anstellen lassen. Nee, ich darf nicht allein. Ich muss mich irgendwo anstellen lassen und dann habe ich den Schein. Den auf Lebenszeit, dann kann ich Gabelstapeln. Was sicher Spaß macht. Ne? Das macht richtig Spaß. Ja. Das macht richtig Spaß. Du hast aber, nehme ich mal an, einmal auch so einen Markt miterlebt, wie der normal abläuft, wie die Menschen, die da arbeiten, so sind. Beobachtet man die, dann spricht man mit denen? Na, ich habe das ist ja sozusagen jetzt hier mit Stillen Trabanten noch die dritte Arbeit, also im Kino, wir haben ja den Polizeiruf auch, aber wir arbeiten ja öfter mit Stuber und Icke zusammen. Und Thomas hat dann sozusagen auch da, wir waren in, oh jetzt habe ich es vergessen, aber bei Hambacher in so einem Markt und haben richtig Schichten mitgemacht, ja. Die haben uns mitgenommen und haben gesagt, so, ihr jetzt das und das. Und dieses Gabelstaplerfahren heißt ja nicht, dass man seinen Schein macht, sondern man muss ja auch fahren können. Und dann muss man mit so einem Ding aus der dritten Ding, also einmal so ein Bier, das wiegt eine Tonne. Und das geht so. Also, und da darf man wirklich nicht anecken, weil man kann auf YouTube Gabelstapler-Fails sehen, da, aber hallo. So, und Gott sei Dank, niemand von uns hat da irgendeinen Scheiß gemacht. Aber das ist richtig, ne? Also der Junge muss da sein. Ich muss so tun, als ob so und eine Szene einfach, ich muss ihm reingreifen. Ich muss von der Seite reingreifen und ihn aber auch wirklich korrigieren. Fahrlehrer. Genau. Ja. Ich konnte es ja kaum im Sitzen. Also, naja, das war schon sehr tricky. Aber es hat großen Spaß gemacht. Und da eben auch, diese Figuren wirken halt so, als wenn man wirklich in so einer Großmarkthalle ist. Klingt so abgedroschen, das ist Authentizitätsthema, aber das ist, die haben einen so trockenen Humor zum Beispiel, die hauen da Sprüche raus, was dir sicher auch liegt und gehen da miteinander um auf eine Weise, so wie ihr es dann ja im Film auch macht. Clemens Meyer, der Autor, hat da ja auch schon mal gearbeitet, hat er erzählt. Ja, das ist das, was Clemens absolut mitbringt. Der weiß, also in dem Falle weiß er, worüber er schreibt. Also der hat auch wirklich in einem Großmarkt ein Jahr gearbeitet, als er sozusagen noch nicht so bekannt war mit seinen Geschichten. Musste er auch immer noch nebenbei arbeiten. Und der hat diese ganzen trockenen Geschichten, das ist natürlich alles O-Ton, das ist Mutterwitz. Warum? Ich frage mich immer, warum das nicht auch Vaterwitz heißt, sondern Mutterwitz. Vater ist wahrscheinlich nicht witzig, ne? Ich weiß es nicht.
In jedem Fall, diese Bücher, die haben es dir, glaube ich, angetan. Also ihr habt eine Zusammenarbeit, die ja auch nicht nur die drei Kinofilme umfasst, die du gerade beschrieben hast, sondern auch der Tatort, Wache, Polizeiruf, jetzt, wo du jetzt gerade bist, zusammen mit Peter Schneider als Kommissar der, in Halle an der Saale, Polizeiruf 110 und jetzt die Stillen Trabanten. Also das sind schon sechste Werk, glaube ich, zusammen. Und man beschreibt euch ja immer, also dass das so ein bisschen Fassbinder-artig vielleicht sogar daherkommt. Ist das etwas, wogegen du dich wehren würdest? Oder auch so eine Gruppe, so ein bisschen festen Bestandteil eines Ensembles, man weiß, wie man spielt, es ist auch ein bisschen theatral, trotzdem nah am Leben? Nee, wehren überhaupt nicht, weil der Ensemble-Gedanke ist am Theater zum Beispiel sehr groß, aber eben beim Film und Fernsehen wenig ausgeprägt. Es gibt andere Leute, Karos Meki hat sein Spielensemble und andere Leute. Und Thomas ist da halt auch nicht nur mir gegenüber sehr treu. Und solange das funktioniert, beim Theater weiß ich, ich vergleiche das leider dann immer, weil ich vom Theater komme eigentlich und relativ spät zum Film gekommen bin. Beim Theater funktioniert das eine Zeit und irgendwann kippt das. Da muss wieder was Neues, da muss wieder was Frisches ran. Dann kommt die Zeit, wo man drauf besteht und so, gibt es Gefahren und hin und her. Das beim Film ist das ein bisschen härter. Das zeigt sich mit einer Arbeit, ob das noch funktioniert oder nicht. Und solange das funktioniert und solange ich den Eindruck habe, es wird noch etwas aufgebaut, wir haben noch Luft nach oben, solange bin ich auch bereit und auch gerne in so einem Gefüge drin. Und ich glaube, wir sind da auch, also auch Thomas, dass wir sagen, okay, also wir würden es dann auch bleiben lassen oder aussetzen oder wie auch immer, wenn wir merken. Ich hoffe, wir merken das eher bevor die Zuschauer das merken. Was zeichnet ihn denn aus? Also macht er irgendwas anders als Regisseur, weswegen du ihn so besonders schätzt? Ich habe selten jemanden getroffen, der so für seine Arbeit brennt. Und natürlich hat das was mit Geschmack zu tun, mit wie sieht man eine Zeit, wie bewegen wir uns in einer Zeit, Gemeinsamkeiten, gibt es genügend, worüber wir noch streiten können, wo es Auseinandersetzungen gibt, wo es keine Gemeinsamkeiten gibt. Das sind so die Fragen, die uns dann während der Arbeit beschäftigen und das ist wahrscheinlich auch das, was uns dann in der Arbeit oder ihn auch ausmacht. Also jemand, der absolut darauf besteht, etwas zu bekommen, aber dem Schauspieler nicht abverlangt, was er will. Ich glaube, das ist gut gesagt. Also, nee, ich meine, jetzt, man muss es ja versuchen, sozusagen begreifbar zu erzählen. Also er will etwas erreichen, er will etwas von dieser Szene, hat aber keinen Bock oder will es sich verbieten, dir zu sagen, wie du es zu machen hast. Das ist meine Arbeit. Und solange das so ist, können wir uns beide gegenseitig noch hochschaukeln und streiten. Ich kann ihn Arschloch nennen, wenn ich sage, ja, aber wie willst du denn, wenn, egal wie, ne? Aber daraus hört man raus, andere machen das nicht, oder anders. Anders, ja. Anders. Ja. Ist noch und, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ich kann's. Ist vielleicht auch noch die gemeinsame Herkunft, also dass ihr alle in der DDR sozialisiert wart, aufgewachsen seid, vielleicht auch noch ein Thema, dass ihr quasi in ähnlichen Background, ja, ähnliche Geschichten? Mit Sicherheit. Ich hoffe, dass das sozusagen nicht das Überwiegende ist. Glaube ich nicht, aber vielleicht ein Element. Sind ostdeutsche Geschichten denn anders? Ja, nee, das kann man auf keinen Fall negieren. Ich glaube, das geht, ob das jetzt um Osten, ob Westen, ob eine Nationalität geht oder immer. Das ist natürlich, gibt es, wenn es Formeln gibt, die beide kennen, ist man schon mal ein Stück näher
als jemand, den man erstmal kennenlernen muss oder denkt, nee, das habe ich noch nie verstanden, warum macht so. Du bist groß geworden in Goldberg, geboren in Güstrow, das ist beides bei Rostock. Ja. Und die Stadt der drei Lügen, erzähle ich jedes Mal. Goldberg. Ja. Kein Gold, kein Berg und keine Stadt. Und mein, das weiß aber die ganze Umgegend. Ich war neulich in Schwerin zu einem Filmfest und bin mit einem Taxi gefahren und die Redakteurin dort, die fragte mich, du kommst doch hier aus der Nähe? Ich sage, ja, aus Goldberg. Und dann blies der Taxifahrer gleich, ja, Stadt der drei Lügen. Ich sage, ja, genau. Aber mein Bruder, der lebt da noch, hat vor einem halben Jahr, hat er mir gesagt, jetzt haben sie noch eine vierte Lüge gefunden. In der Jungfernstraße gibt es keine Jungfer. Mich würde noch interessieren, denn ich habe gelesen, dein Vater war Tierarzt. Yep. Waren denn deine Eltern kulturaffin? Wie kam das denn, dass der Peter schauspielen wollte? Ich habe keine Ahnung. Der kleine Peter wollte unbedingt ganz viel Fernsehen gucken. Das hatte auch damit zu tun, dass wir einen 2 Morgen langen großen Garten hatten und der Vorbesitzer, von dem mein Vater in den 50er Jahren das Haus gekauft hat, der hat eine Apfelplantage. Kann sich vorstellen, im Herbst, was da los war. Und wenn man dann 13 ist, dann will man nicht in den Apfelbaum. Ich hab's gehasst. Und dann hatten wir ein Kino, was funktioniert hat, was auch gelaufen ist. Und da war der kleine Peter Sonntag 14.30 Uhr und hat, ob es geschneit hat oder 30 Grad draußen waren, und hat sich Kino angeguckt. Was denn so? Was waren Filme, die dich geprägt haben? Ich habe zum Beispiel, hat die DDR alle dick und doof 20 Minuten gezeigt. Und zwar 3 hintereinander. 1,5 Stunden. Gab es noch den Augenzeugen damals noch. Mit der Kamera, mit diesen 3 Objektiven. Klang alles wie vorher. Wusste ich damals noch nicht, heute weiß ich es. So, und dann wurde uns schön was erzählt, was der Sozialismus alles so prima drauf hat. Und dann kam Dick und Doof zum Beispiel. Und da habe ich alle gesehen. Ich habe gesehen 20.000 Meilen unter dem Meeresspiegel mit Kirk Douglas. Ich habe Fanfan der Hussar gesehen. Ich habe, was zum Beispiel, das hat dann auch irgendwann verloren, 70er Jahre, End 60er so, da hatte die DEFA immer einen Sommerfilm rausgebracht. Und das war für die ganze DDR, war das ein Film, den alle gesehen haben. Es wurde überall auch besprochen. Manfred Krug, Mir nach Kanalien. So, das war das erste Mal. Und wir waren dann immer irgendwo im Urlaub. Ich glaube, Mir nach Kanalien haben wir in Gera gesehen. Und da sind meine Eltern mit uns dann hin. Freilicht, schön. Und Manfred Krug hat Fanfan der Hussar auf Deutsch gespielt. Klingt toll. Und gab es dann so einen Moment, so einen Auslösenden, wo du sagen würdest, ja, da war mir klar, ich muss das studieren und dann ans Theater? Da noch nicht so richtig. Der kleine Peter hatte dann irgendwie Probleme, ein Studium zu finden. Vor allen Dingen auch, was ihn so interessierte. Und dann ist er zur Armee gegangen. Und bei der Armee musste ja, dann ist man dann gleich nach dem Abitur ist man dann zur Armee gekommen. Und da gab es eine Armee-Rundschau. Und das ist irgendwie so das Magazin, was es heute noch gibt aus den 20er Jahren. So ein Format gewesen, Hochglanz, Armee hatte ja Geld. Und da hat Leipzig hat inseriert. Die suchen Studenten an der Schauspielschule. Und da habe ich mich beworben. Und die haben mich nicht genommen. Und dann habe ich mich in Rostock beworben und die haben mich benannt. Eine weise Entscheidung von den Rostockern. Danach kam ganz viel Theater. Ich habe mir aufgeschrieben, Magdeburg, Stendal, Chemnitz, Schauspielhaus Leipzig, Thalia Theater Hamburg, Maxim Gorki Theater Berlin, Schauspiel Stuttgart. Das sind vielleicht die wichtigsten. Und dann irgendwann auch parallel zum Filmemachen, wir haben es gehört. Was ist für dich so der Hauptunterschied zwischen Theater und vor der Kamera stehen?
Ist es das eine, das Interagieren mit dem Publikum, oder was würde für dich, wie würdest du es beschreiben? Das ist schwierig. Das ist die Mechanik, das ist Handwerk, glaube ich. Das ist, Theater ist immer eine Gemeinschaftsarbeit. Es hat immer etwas mit Ausprobieren zu tun, ist natürlich sehr haptisch dann auch und sehr streitlustig, sehr, sehr. Ja, auch sehr expressiv, manchmal auch wirklich kreativer, weil den Ort kannst du ja hinbiegen, wo du willst. Beim Film brauchst du, um das zu beglaubigen, immer ein Backlauf, nee, nicht immer ein Backlauf, aber ein Backlauf ist da schon sehr sinnstiftend, oder also eine Szenerie oder irgendwie sowas. Und beim Film machst du sozusagen, bist du, ich will gar nicht sagen mehr Einzelkämpfer, aber du hast dann einen anderen Partner und das ist die Kamera. Und wenn du in die Kamera guckst und du hast einen falschen Gedanken, dann sieht das die Kamera. Und dann sieht das der Zuschauer und der denkt dann, das stimmt doch hier nicht so richtig, oder? Und wo denkt er denn hin? Soll er was anderes machen? Liegt das, oder ist das ein Mittengrund gewesen, dass du erst relativ spät zum Film gekommen bist? Ich habe mal geguckt, mit 43 deine erste Rolle? Ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Nein, das hat sich einfach wirklich so ergeben. Das ist, natürlich hatte man schon immer Lust, den Ort mehr zu bespielen oder was weiß ich. Aber wenn du ein junger Mensch an Theater kommst, dann wirst du benutzt. Du wirst, also wenn du Glück hast, kriegst du so viel Arbeit, dass du gar nicht aus den Ohren gucken kannst. Dann kannst du schon froh sein, wenn du dir eine Familie gründen kannst oder wenn du das willst. Viele Kollegen, ja, wie auch immer, das macht ja jeder, wie er will. Aber wenn du Theater machst, machst du eigentlich keinen, nicht wirklich Film. Mhm. Weil du hast keine Zeit. Für ein Theater, wenn ich mich jetzt, also heute verabrede, dann reden wir über einen Zeitraum von 2 Jahren. Ich weiß. Ich habe keine Ahnung, was in 2 Jahren ist. Ne? Also im Moment, irgendwann war so, okay, ich habe hier am Theater was geschafft. Ich bin neugierig, ich will nur mal gucken, ob ich sozusagen das Gleiche bei der anderen Kunstform auch irgendwie schaffen kann oder wie auch immer. Und dann gibt es leider den Punkt, wo man sich irgendwann entscheiden muss. Mhm. Leider. Und du hast dich jetzt entschieden? Entschuldige die Frage. Ja. Eine klare Antwort. Du bist ja nicht der Erste, der sozusagen mir diese Frage stellt. Machst du noch Theater? Die zweite Frage ist, wie geht's dir denn? Machst du noch Theater? Ich sage, nee. Im Moment nicht. Du hast gerade kürzlich ein Interview gegeben nach deinem 65. Geburtstag, was ich ja fast kaum glauben konnte, im Seniorenmagazin. Das hat mich wieder... Ich bin auch in der Apothekenrundschau. Ja, ja. Und man nennt sie die Rentner, bravo. Entschuldigt, Kinder. Es ist die auflagenreichste Zeitschrift Deutschlands. Und es ist eines der längsten Interviews, die du je gegeben hast. Ist das so? Ja, ich fand schon. Ich habe da gar nicht reingegeben. Nee, ich fand das ganz, also du hast vieles Spannendes gesagt, aber ich möchte auf eines eingehen. Du hast da gesagt, du bist gerade dabei, Englisch zu lernen oder dein Englisch zu verbessern. Daraus schloss ich, reizt dich denn gar das Internationale? Nun, ab und zu fragen Sie. Und wie antwortest du denn da? Wenn Sie fragen, und das ist eine feine Sache, dann sage ich, jawohl, hier bin ich. Nein, die letzte Arbeit war schön mit den Dänen zusammen. Einen Kinofilm, sehr schöne Geschichte, sehr gute Geschichte. Ganz großen Spaß gemacht.
Mit Ulrich Thomsen habe ich gespielt und mit Pilou Asbeck und schön nette, gute Kollegen kennengelernt. Das hat großen Spaß gemacht. Und da musste ich zwar im Film dann Deutsch sprechen, aber man, so. Und natürlich habe ich in der DDR, ich glaube, 7 Jahre Englisch gehabt. Ach echt? Ja, Russisch und Englisch. Aber was macht man mit dem Englisch, wenn man das danach nicht mehr spricht? So. Und ich habe 6 Wochen in Südafrika gearbeitet. Der Film ist leider hier nie in Deutschland gelaufen. Der war südafrikanischer Beitrag für den Oscar zum Beispiel. Also dort in Südafrika hat er richtig Furore gemacht. Der ist leider nie hier nach Deutschland gekommen. Sehr ganz spannender junger Mann, Jamil XT Gubeka, ganz spannend. Großen Spaß gemacht. Mit den Dänen habe ich gearbeitet, mit den Russen, das wird wohl jetzt nicht mehr möglich sein, mit Konchalowski, dem Bruder von Michalko. Der hat sich dann irgendwann nicht mehr Michalko nennen wollen, wegen seinem Kackbruder. Das war auch ganz spannend. Da war der schon so 78. Hunger 3 Tage lang und Asket, und aber ganz jung. Dieser Typ, wirklich, Rye, hat auch einen silbernen Bären, habe ich gesagt, in Venedig. Löwen. Ja, du meinst, ich habe auch einen silbernen Löwen gekriegt. Der hatte 3 ausgespiegelte Kameras, eine GoPro und eine Video auf das Set. Und die Szene lief. Er hat nie Gegenschuss und irgendwie so. Habe ich ihn gefragt, warum machst du das? Sagt er, naja, was ist denn? Wenn irgendwas passiert und du bist dabei, da guckst du hin. Gehst du mal rum, guckst dir das von der anderen Seite an? Fand ich spannend. Fand ich absolut jung. Modern, frech. Das hieß natürlich, dass, so Peter, die Szene beginnt hier, du kannst von da, nach da, nach da. Hier, den Platz hast du, hier gehst du nicht lang, da bist du nicht und hier nicht. Und dann hat er gesagt, so, mach. Ich sage, hä? 9 Seiten Text? Am Stück. Das war ein Typ. Ich soll jemanden ein Bilderbuch hier, eine Dokumentation über so ein KZ und so, so. Und mein Text geht auf das Zeigen und dann weggehen und irgendwie so. Und ich sage, dann schick mir mal die Bilder, und dann, weil die mich gefragt haben, wie willst du die Bilder haben, damit du das erzählen kannst und ein bisschen erklären und auch nicht und hier eine Karte zeigen und so. Und dann habe ich ihnen das zurückgeschickt und ich komme da hin und keine Sau hat irgendwas vorbereitet, die Requisite, aber null. Ich so, pff. Vor allen Dingen, wir kamen als Spieler, wir kamen um 10 hin. Er kam so 12:30. Seine Crew hat schon alles aufgebaut. Dann haben wir eine Probe gemacht und dann gab es Mittag. So, und zum Mittag, ich sage, was mache ich denn jetzt? Ach, nimm das Buch, hau dem das vor die Nase und erzähl. Was machst du als Schauspieler, wenn du dir, ich habe mir einen Weg. Ein Projekt so. Hat trotzdem geklappt, oder? Hat super geklappt. Er kam nächsten Tag und dann sagte, Mensch, und ich dachte, okay, muss er nicht machen. Das sind ja spannende Projekte, die bevorstehen. Mal gucken. Aber das klingt auf jeden Fall, dass du jetzt nicht irgendwie vorhast, da kürzer zu treten, sondern im Gegenteil, du willst dich austoben. Warum auch? Wir genau. Wollen das nämlich nicht. Genau. In Inventing Anna war ich noch. Stimmt. War auch eine super Geschichte. Haben wir überhaupt noch Zeit? Ja, erzähl. Ganz kurz. Den Vater von Anna spiele ich, Sorokin, den Papa, der ja hier auch lebt in Offenburg. Nee, bei Freiburg irgendwie. Den sollte ich spielen. Und meine Agentur, das machst du. Ich sage, ach komm, Englisch, ja, kriegst du hin. Ja, ich geguckt. Ich sage, ja, ist okay, kriege ich hin. Also mit Training, alles gut, kriege ich hin. Dann habe ich zugesagt und hinterher denke ich, ey, sag mal,
Nee, stimmt da was nicht. Der ist doch Russe, oder? Jetzt habe ich Englisch mit russischem Akzent gesprochen. Ist das leichter oder schwerer? Gott sei Dank funktionierte das, weil ich auch 7 Jahre Russisch gelernt habe in der Schule und wenigstens ein bisschen wusste, wann das kommt und wann irgendwie so, ne? Bei einigen, die das genauso machen mussten, also okay, nee, ich habe dann das ganze erstaunt hingeguckt. Okay, so kann man es auch machen. Also wir haben, aber das war dann so mein Englisch mit Russisch. Wir sind sehr, sehr gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Jetzt gleich, wir machen jetzt nur eine Viertelstunde Pause, können Sie gerne sich noch ein Getränk holen und auf Toilette gehen oder so. Aber natürlich möchte ich gerne noch wissen, Herbert, du hast ihn dir ausgewählt, sicher nicht nur, weil er dir die meisten Preise gebracht hat, sondern weil er dir aus welchen Gründen besonders am Herzen liegt. Das ist eine der stärksten Geschichten, die ich im Film erzählen konnte und durfte, nach wie vor. Ich hatte auch einen Partner dafür, der mir viel beigebracht hat, der Harry Köppel, der leider nicht mehr lebt, an ALS damals erkrankt hatte. Der hatte eine Zeit von, ich glaube, 9 Jahren gehabt. Hatte nicht so einen giftigen Verlauf. Also manchmal ist es ja nach einem halben Jahr so schlimm, dass man dann sozusagen nicht mehr leben kann. Und auch ihm zu ehren, also das so, der ist ein knallharter Typ gewesen, weil das Giftige daran ist, dass man sozusagen den Verfall komplett mitkriegt, man wird ja nicht blöde. Man verliert nur die Muskeln. Herz wird nicht angegriffen, die ganzen Innereien funktionieren, alles, das Hirn. Und irgendwann fehlt dir die Muskulatur, dass die Lunge bewegt werden kann. Und Sie werden gleich sehen, so ein Spiel wie diesen Herbert, das werden Sie wahrscheinlich nicht vergessen. Das hat es im deutschen Kino sehr, sehr selten gegeben. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass du, lieber Peter, heute extra zu uns gekommen bist, um diesen Film zu präsentieren und mit mir zu sprechen. Bitte, großen Applaus, Peter Kurt, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.